Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wilde Jagd. Mit mir, dem DJ, auf dem Kanal The Nerdern wir auf Live. Und ja, die zwielichtige Person weiß es auch nicht. Aber wir stehen hier vor dieser Tür und fragen uns natürlich, was ist dort hinter? Und das werden wir jetzt herausfinden. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Was ist denn da? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Ich zahle nicht. Lass mich rein. Ja, Herr. Tja. Wer ein Jedi ist, ist nichts gegen einen Hexer. Ja. Pickelt der da gerade hin? Wir müssen reden. Quest aktualisiert. Scheiterhaufen in Novigrad. Da gibt's noch einen Händler irgendwo. Hilfe. Rette. Hoffentlich nicht der, der hier gerade hin ist. Bin schon den ganzen Morgen geladen. Gott, was ist hier los? Was fehlt dir? Ich sehe auch. Da kein ist Bettlack. Nicht wahr sein. Begrab mich mit einem verspielten Humpen in der Hand. Dann überzeugt das Pakt und Stadt. Zauber kein Jux, sondern unbedingt mutig sein. Man würde nicht auf mich hören, Herr. Sie haben Angst vor Menge. Das hält mindestens 2 Tage vor. Wenn einer man muss sich an eine gute Stelle drängeln, kann er den Kopf in die Flammen des ewigen Feuers stecken. Und jetzt gestatte mir etwas Ruhe. Bitte lass mich allein. Das ist aber eine hübsche Kette. Was ist denn da? Lag auf der Straße. Ich hab sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst. Genau wie dein Vater. Guter Junge. Jetzt geh spielen. Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf. Und? Wie stehen die Dinge? Ach nö. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Irre ich mich oder willst du was von mir? Wer weiß. Ein Mann mit 2 Schwertern, der sie zu führen weiß, kann heutzutage nützlich sein. Du hättest einen Handlanger nach mir schicken können. Hätte ich. Aber ich wollte sehen, wie du es machst. Ob du nicht nur Muskeln, sondern auch Grips hast. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden.
Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleisch. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Ja, da guckst du, wa? Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschafft dir einen Eindruck von meinem Leben. Oh, Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Ich muss zum Friseur. Da steht mal fest. Mir ist gerade immer so spontan. Mann. Spontan eingefallen, also zum Friseur. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus.
Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Krass. Sieh doch. Ist noch mehr. Ich stelle mich wieder voll mit total unnötigem Kram. Okay, eine Fackel brauche ich hier nicht. Steh mal fest. Ah, schön, langsam. Na? Also, wenigstens hat sie nicht wieder. Hier muss ein Ausgang sein, sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ist ja auch schon fast wie so ein Cheat, ne? Aber wie soll man auch so einen Backstein finden? Freie Stadt, noch einmal. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmulin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schergen. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Alter, ich gehe ja schon rein. Boah, das sind tatsächlich ein paar Schatzkisten. Ja, wollen wir mal. Solche kleinen Hütten mit so Terrassen auch am Richtung Wasser. Das war sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sind da mit so einem Boot lang gefahren. Die haben da wir waren dann halt in Bangkok gewesen, die haben da so Kanäle gehabt, weil sie halt damals im Mittelalter ihr ganzes Hab und Gut über die Kanäle reingebracht haben. Ja, über kleine Booten, über kleine Kanäle. Da hinten ist nur eine Pflanze, oder? Was ist das? Boah. Oder jetzt sind wir schon fast da, kehre ich um, oder wie? Nee, nee. Da ist irgendwo nur eine blöde Pflanze. Ja, ich finde das ein bisschen blöd, dass man irgendwie, ich weiß nicht, man muss sich die Finger brechen, damit man gleichzeitig die Höhe lenken kann. Ja, also, hoch und runter tauchen kann. Ich weiß nicht, ob das mit der Maus und mit der Tastatur vielleicht besser geht. Das Problem ist nur... Nanu? Oh Gott. Scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt noch drauf. Ich bin gerade im
Na. Gerade war das Overlay aufgetaucht. So, jetzt soll es auch noch irgendwas gehen. Ach so. Walker, ich habe schon alles gefunden. Dann will ich das trotzdem mal probieren. Ich denke mal. Wie ist tauchen? Nein, das war ein Getränk. Das ist das andere Getränk. C. Ah! Ja, ich kann nämlich jetzt hier schnell schwimmen und ich kann halt die Höhe bestimmen. Das geht mit dem Pad irgendwie nicht so gut. Okay, also wenn ich jetzt hier tauche, werde ich wohl in Zukunft mehr mit der Tastatur spielen. Also man hat ja schon mit der... Man hat ja schon mit der mit dem Gamepad durch Doppelbelegung der Tasten schon eine Menge gewonnen an an Tasten auch. Das hat man ja auch inzwischen sehr clever gemacht. Das hat sich ja über die Jahre entwickelt. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden, einen rostigen Anker, ein Bootswagen. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht Senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Was dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen? Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Okay, dann beeilen wir uns halt. Ja, er hatte ja, als er angefangen hat, das Gedächtnis verloren. Das war im ersten Teil tatsächlich. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Chris, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Ich weiß nicht, aber ich fand die im ersten oder zweiten Teil irgendwie hübscher. Die Triss. Sie war irgendwie... Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Elegant. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber... Ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen.
Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Warte mal. Heißt das, ich habe jetzt irgendwelche Rattenfallen? Da muss ich dann ja wohl noch mal... Ja, ins Inventar kommen. Und die da wahrscheinlich irgendwie platzieren, oder was? Katzenstiefel. Mir fehlen noch die beiden Schwerter, ne? Die muss ich aber noch herstellen lassen. Dann habe ich ja noch zwei Angriffsdinger. Die, ja, auf Bluten stehen. Na, dann habe ich hier noch zwei, die Angriffskraft steigern. Obwohl ich eigentlich gehe lieber... Na gut, egal. Ich schmeiß die da mal jetzt rein. So, es geht weiter. Ja, ich wollte... Vielleicht sind sie bei Questgegenständen hinein. So, hier nicht. Was ist das? Tja. Dann verstehe ich jetzt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ach, hat er schon hingestellt? Ah. Wie überraschend, da ist noch eins. Na komm schon! Ein Meistermonster Schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Das war's. Das funkelt ganz schön für Korn, finde ich. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Persönlich? Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen, und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Kriegst du nicht. Das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich.
Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ich bring dich um! Auf ihn! Von beiden Seiten! Tja. Der Kerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Also, ich weiß ja nicht so genau, aber... Wo ist der Kerl hin? Ich würde ihn doch gerne nochmal die Ohren langziehen. Tja, es gibt hier leider nur tote Hexenjäger. So, nichts drin. Na gut, dann lass uns mal raus. Also doch. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen, Triss. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Die kriegen wir auch noch nach Kea Moen. In die Festung der Hexer. Von seiner Hexerschule hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die muss doch auch einen Namen haben. Es gibt ja die Katzen und die Greifen und die Bärenschule. Zu welcher gehört er? Beziehungsweise... Ja. Ja, was wollte ich? Ich glaube, ich wollte jetzt Feierabend machen, ne? Finde die Träumerin in dem alten Haus. Was haben wir noch so für Quests? Ja, guck mal hier, empfohlen, Stufe 7. Pff, die ist schon grau. Für die kriege ich schon keine Punkte mehr. Tja. Was die Träumerin ist und was sie uns sagen wird, das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Ich hoffe, du willst es auch. Ich will es jedenfalls. Wir werden, also ich und Geralt, wir werden die nächste Folge schon mal vorbereiten. Bis dann, viel Spaß, tschüss.